Nullen hier in seiner ersten Training-Session nach Thomas Ringelberger. Ja, und der präsentiert sich hier wirklich fest. Heute der Einzelner von Mario Unterscheid 1:09.99. Der Super 1600 Klasse für die Junioren-Rallye-Weltmeisterschaft. Die Karosserie, die Rohkarosse, stammt auch von VW Motorsport. Dann Rainer Korisch. Sollte Klassensieger letztes Jahr zum Beispiel in Hamburg. Alle hier den Abstand gemacht haben mit Zugang Nummer 14. Zwischengas vor, wir haben Pauli Kampf. Im Einzelkurs GTI ist es gewesen, 2:0. Rainer Korisch, Stefan Karlhaber. Hier ist ganz dicht gerade um eine 10 Sekunden. Rainer Korisch. Dann Hans-Christoph Schäfer 1:40.11 und 1:41. Also auf der Warte ist ein bisschen langsamer geworden. Ex-Auto von Michael Benzorer und Rüdiger Schöner ist ihr Ziel. 1:13.69 und Ralf Pauling. 1:10.25 dann ist alle Auto 1:13.09. Johann Hatzicik, der Kfz-Mechaniker aus Wirtsheim. Opel Astona B mit dem 8-Benziner die Mitfahrt bei dem Rallyefahrer aus dem Ort. Neben dem Schiff auf die Seite des Gewehrs der weiteren Radfreigabe wartet. Kümmel unterwegs auch Bernhard Lang, der Produktmanager aus Kaisersbach. Willi Fahrt wartet auf die Startfreigabe. Bildet ein Vater- und Sohn-Team zusammen mit seinem Sohn Sascha. Das haben sie schon mal gemacht immer. Und jetzt waren sie das auch zum ersten Mal im Rallye-Fahrer. Dann André Schwörs mit dem Talbot. Fahrerherz am rechten Fleck der André Schwörs. Wir haben weitere Zeit. Werner Weiß ist schneller geworden. 1:11.21. Auf die Strecke geht also nochmal Werner Weiß im Escort im Zackspin BDA 1:11.29.